So, Freunde, willkommen zurück beim FM23 und ich habe ja gesagt, ich will zumindest noch die zweite Spielzeit hier simulieren. Ich habe mich jetzt mal für eine andere Vorgehensweise entschieden. Und zwar bin ich jetzt schon mal vorgesprungen bis zum 5. September. Der Deadline Day ist gerade vor wenigen Tagen am 1. September beendet worden. Und wir gucken jetzt einfach mal chronologisch ab hier von der ersten Liga, der zweiten Liga und der dritten Liga und auch den internationalen Wettbewerben sowie dem DFB-Pokal die Ergebnisse chronologisch durch und auch die Transfers, die etwaigen Trainerwechsel. Und dann wird das auch nicht immer so gespoilt. Wir gehen jetzt erst die Ergebnisse durch, dann die Transfers. Wir gehen das jetzt nicht Woche für Woche durch. Machen das erst die Ergebnisse, dann die Transfers, dann die Trainerwechsel, dann dasselbe Spiel bei Liga 2, dann dasselbe Spiel bei Liga 3. Dann gucken wir auf den Pokal und auf die internationalen Wettbewerbe. Ich werde zwischenzeitlich die Aufnahme mal kurz pausieren, damit ihr nicht hier von meinen Klicks in andere Kategorien hier schon gespoilt werdet. So, ich denke nämlich, dass ich hier in diesem Spielstand keinen Job mehr annehmen werde. Das wird dann wahrscheinlich passieren, wenn der FM24 rauskommt. Aber ne, never say never. So, wir sehen Kaiserslautern zurück in der Bundesliga und es ging los am 18. August. Bayern gewann 2-0 gegen Hoffenheim. Frankfurt gewinnt 1-0 gegen Augsburg. Hertha zurück in der Bundesliga mit einem 3-0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Werder Bremen verlor 0-1 gegen Wolfsburg. Stuttgart gewann 2-1 gegen den HSV. Bochum spielte torlos 0-0 gegen Mainz. Dortmund mit einem 2-0-Sieg gegen Union. Leipzig gewinnt 4-0 gegen Kaiserslautern. Und Leverkusen verliert 0-2 gegen Gladbach. Also neu in der Liga Kaiserslautern, Hertha und der HSV. Dafür haben sich drei andere verabschiedet. Die werden wir dann in der zweiten Liga sehen. So, zweiter Spieltag. HSV verliert 1-3 gegen Frankfurt. Köln spielt 1-1 gegen Leipzig. Augsburg gewinnt 2-1 gegen Leverkusen. Hertha trennt sich 2-2 mit Dortmund. Kaiserslautern verliert 1-2 gegen Werder Bremen. Mainz verliert auch 1-2 gegen TSG Hoffenheim. Bayern gewinnt 2-0 gegen Stuttgart. Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen Bochum und Gladbach verliert 1-2 gegen Union. So, 1. September, das ist auch der Deadline-Day gewesen. An diesem Deadline-Day gewann Kaiserslautern 2-0 in Bochum. Einen Tag nach dem Ende des Deadline-Days gewinnt Leverkusen 2-0 gegen Hamburg. Hoffenheim spielt 0-0 gegen Wolfsburg. Bremen, Doppelpack Füllkrug, 2-0 gegen Köln. Union gewinnt 1-0 gegen Augsburg. Stuttgart verliert 0-2 gegen Mainz. Bayern spielt 2-2 gegen Frankfurt. Leipzig gewinnt 1-0 gegen Hertha und 0-0 trennen sich die beiden Borussias. So, das waren die ersten drei Spieltage, die es hier in der Bundesliga gab. Leipzig ist Tabellenführer. Wir haben vier Clubs mit 7 Punkten. Das sind Leipzig, Bayern, Frankfurt und Wolfsburg. Dahinter mit jeweils 6 Punkten Bremen und Union. Auf dem Relegationsrang Bochum, auf Platz 17 Köln und noch ohne jegliche Punkte ganz unten der HSV. Dann gucken wir mal die Transferaktivitäten durch. Oder Trainerwechsel gab es noch nicht, Transferaktivitäten. Da werden natürlich auch einige Transfers von Liga 2 und so weiter auch schon mit drin sein. Ich habe das jetzt mal nach Gebühren geordnet. Da gehen wir jetzt mal gebührend durch. Wir gucken jetzt nicht auf das Datum in erster Linie. Ich lese auch nach wie vor hier erstmal den Transfer, der vor der Klammer steht, vor, nicht den in der Klammer. Auch wenn hier in den Spiele-Schlagzeilen oft der Klammerwert genannt wird. So, Adam Loschek für 32 Millionen von Leverkusen nach Wolfsburg. Guevea von SLBB für 27 Millionen Euro nach RB Leipzig. Anton Stach für satte 22 Millionen von Mainz nach Chelsea. Emil Forsberg 21,5 Millionen von Leipzig nach Al-Duhail Sports Club. Julian Weigel für 18,5 Millionen von Gladbach nach Wolfsburg. Dorsch von Augsburg nach Leipzig für 17,25 Millionen Euro. Bayern hier gar nicht tätig. Somerville von Leeds nach Mainz für 16,5 Millionen Euro. Araujo von Benfica nach Leverkusen 15,25 Millionen Euro. Lokonga von Arsenal nach Dortmund 15 Millionen Euro, ohne irgendwelche Zusatzpreise. Bailey von Aston Villa nach Hertha 15 Millionen Euro. Der Aufsteiger hat die dicke Kohle. Pedersen von Feyenoord nach Frankfurt 14,25 Millionen Euro. Doch Bayern hat Nunez von Liverpool für 13 Millionen Euro verpflichtet. Wobei da ist schon bemerkenswert, in Klammern kann das noch fast aufs Dreifache ansteigen. Oder zumindest um mehr als 20 Millionen. Das kann dann, können dann 33,5 Millionen werden. Interessant verhandelt. Williams geht von Manchester United nach Leipzig für 13,5. Da kann es auch auf über 18 Millionen ansteigen. Morgalla von Salzburg nach Leverkusen für 12,5 Millionen Euro. Burkhardt von Mainz nach
Shabab Al-Ali für 9,75 Millionen Euro, Milosevic von Stuttgart nach Man City, U18 für 9,25 Millionen Euro, 8,75 Millionen Euro, Bordeaux von Monaco nach Stuttgart, Stiller von Hoffenheim nach Mainz für 8,5 Millionen Euro, Malen von Dortmund nach Wolfsburg für 8 Millionen Euro. Ich konzentriere mich jetzt mal hier auf die Transfers, die im siebenstelligen Bereich oder höher liegen. Also die Tausenderwerte, die gibt es dann vielleicht bei Liga 2 vorgetragen. Hedel von Rapid Wien nach Leverkusen für 8 Millionen Euro. Longstaff von Newcastle nach Hertha für 7,5 Millionen Euro. Benno Schmitz vom 1. FC Köln nach Hertha 7,25 Millionen Euro. Hertha hat hier ordentlich investiert. Sique von Freiburg nach Hamburg, HSV 7 Millionen Euro. Sörensen von Brentford nach Gladbach für 6,75 Millionen Euro. Angelinho von Leipzig nach AC Milan für 6,5 Millionen Euro. Ebenso 6,5 Millionen Euro. Sinic von Hull nach Hoffenheim. Santos von LOSC Lille nach Augsburg für 5,5 Millionen Euro. Mittelstädt von Stuttgart zum 1. FC Köln 6 Millionen Euro. Leiduni von Union nach Wolves. Wolverhampton Wanderers, oder ja, für 5,5 Millionen. Chris Führig von Almeria nach Union, 5,25 Millionen. Unda von Brighton nach Köln, 5,25 Millionen. Döcki von Union nach Cadiz, 5 Millionen Euro. Monchu, Valladolid nach Gladbach, 4,9 Millionen Euro. Christian Günther von Freiburg nach Union, 4,8 Millionen Euro. Jamal Lewis von Newcastle nach Hertha 4,7 Millionen Euro. Tim Leibold, Sporting nach Mainz 4,5 Millionen Euro. Felix Agu von Freiburg nach Leipzig 4,3 Millionen Euro. Kilian Fischer von Wolfsburg nach Leverkusen 3,8 Millionen. Morutan Hoffenheim nach Freiburg 3,7 Millionen. Ibrahima Sissoko von Straßburg nach Hertha 3,7 Millionen. Niklas Tauer von Mainz nach Augsburg für 3,4 Millionen Euro. Cordoba von Lewski nach Frankfurt 3,4 Millionen. Piatkowski von Salzburg nach VfL Bochum für 3,2 Millionen Euro. Yannick Keitel von Freiburg nach Leverkusen 3,1 Millionen im Tausch quasi noch mit irgendwem anders. Dalinga Toulouse nach Bochum 2,9 Millionen Euro. Tim Breithaupt für 2,8 Millionen von Augsburg nach Hannover. Ismail Jakobs von Monaco nach Gladbach für 2,7 Millionen Euro. Manon Busch Heidenheim nach Gladbach 2,5 Millionen. Moritz Jens von Wolfsburg nach Nizza 2,4 Millionen. Chabot vom 1. FC Köln nach Valencia für 2,4 Millionen. Robert Gumni von Augsburg nach Freiburg 2,2 Millionen Euro. Florian Flick von Nürnberg zum HSV 2,2 Millionen. Nürnberger von Darmstadt nach Stuttgart 2,1 Millionen. Hanche Olsen von Mainz nach Lorient für 2 Millionen. Lorient auch für 1,9 Millionen. Onguene von Frankfurt verpflichtet, Alario von Frankfurt nach Freiburg 1,8 Millionen Euro, Osei Tutu von Bochum nach Watford 1,7 Millionen, Sipwik von Hertha nach Clermont 1,6 Millionen, Marcel Franke von Karlsruhe nach Kaiserslautern 1,6 Millionen Euro, unser Freund Robert Leipertz von Paderborn nach Kaiserslautern für 1,4 Millionen Euro, Kevin Kampel von Leipzig nach Salzburg, bleibt doch alles bei RB, 1,3 Millionen Euro, Alibi Transfer. Hoffenheim hat hier noch etliche Leute im siebenstelligen Bereich abgegeben. Marco John geht nach Freiburg für 1,3 Millionen. Oliver Baumann nach Fulham für 1,3 Millionen. Und Bülter nach Freiburg für 1,2 Millionen. Amiri von Leverkusen nach Lyon für 1,2 Millionen. Derselbe Preis wurde hier noch für einige Leute gezahlt. Puschas von Union nach Burnley. Pfeiffer von Stuttgart nach Heidenheim, Barkok von Mainz nach Werder und Kübler auch für 1,2 Millionen zum 1. FC Köln. So, jetzt sind wir langsam am Ende der Liste. Haben wir noch einen Transfer, Cedric Brunner von Schalke nach Frankfurt für 1 Million Euro. Einige ablösefreie Transfers und einige Leihgeschäfte. Hier Leihgeschäfte auch einige im Millionenbereich. Kiwior ausgeliehen von Arsenal nach Dortmund, 2,5 Millionen Euro Leihgebühr. Leipzig hat zwei Leute ausgeliehen. Lee, also im Bereich von 2 Millionen Euro ausgeliehen. Lee von Paris Saint-Germain nach Leipzig, 2,4 Millionen. Vieira von Arsenal nach Leipzig für 2,2 Millionen. Dafür holen sie sich 2,1 Millionen für die Leihe von Haidara nach West Ham. Hertha leiht Waldschmidt von Wolfsburg aus für 1,6 Millionen Euro.
Ja, dann noch diverse Leihgeschäfte, Nübel nach Monaco für 925.000 und so weiter. Die lese ich jetzt nicht alle vor. Etliche Leihgeschäfte. So, wir gehen mal in Liga 2. Ich mache mal kurz einen Schnitt. Zweite Liga ohne Paderborn. Da gab es die ersten Spiele am 28. Juli. Da gab es jetzt insgesamt schon 5 Spieltage. Dresden verlor 0-1 gegen Sandhausen, Elversberg 0-1 gegen Kiel, Braunschweig auch 0-1 gegen Rostock, Darmstadt gewann 1-0 gegen die neuen Duisburger Zebras hier in der zweiten Liga, Nürnberg mit einem 2-0 gegen Karlsruhe, Heidenheim gewann 1-0 gegen Freiburg, Hannover mit einem 1-1 gegen St. Pauli, Magdeburg verlor 1-3 gegen Fürth und Schalke spielte 1-1 gegen Düsseldorf. Zweiter Spieltag, Sandhausen mit einem 1-0 gegen Heidenheim, Freiburg gewann 2-0 gegen Elversberg, Rostock mit dem 1-1 gegen Hannover, Kiel gewann 2-1 gegen Darmstadt, Duisburg verlor 0-1 gegen Braunschweig, Magdeburg mit dem 1-1 gegen Schalke, Fürth spielte 2-2 gegen Dresden, Karlsruhe 1-3 gegen Düsseldorf, St. Pauli verlor 0-1 gegen Nürnberg und ja, dritter Spieltag, Darmstadt 0-0 gegen Freiburg, auch Dresden 0-0 gegen Magdeburg, Heidenheim verliert 1-3 gegen Fürth, Schalke gewinnt 2-0 gegen Karlsruhe, Elversberg mit einem 1-1 gegen Sandhausen, Nürnberg verliert 1-3 gegen Rostock, dann dreimal ein 1-0 am 20. August, Braunschweig 1-0 gegen Kiel, Düsseldorf 1-0 gegen Pauli und 1-0 gewinnt Hannover gegen Duisburg. Nächster Spieltag, Rostock mit dem 2-0 gegen Düsseldorf, Freiburg spielt 1-1 gegen Braunschweig, Dresden verliert 1-3 gegen Schalke, 1-1 zwischen Kiel und Hannover, ebenso Magdeburg gegen Heidenheim, Karlsruhe gewinnt 1-0 gegen St. Pauli, Fürth gewinnt 1-0 gegen Elversberg, Duisburg verliert 0-3 gegen Nürnberg, Sandhausen mit einem 1-0 gegen Darmstadt und hier am Deadline Day gewinnt Düsseldorf 2-1 gegen Duisburg, ein 0-0 zwischen Karlsruhe und Rostock nach dem Deadline Day, ein 2-0 Braunschweig gegen Sandhausen, 0-0 zwischen Heidenheim und Dresden, 1-1 Schalke gegen St. Pauli, Hannover verliert 0-2 gegen Freiburg, Darmstadt gewinnt 2-1 gegen Fürth, Nürnberg gewinnt 3-1 gegen Kiel und Elversberg unterliegt 1-2 gegen Magdeburg. So, soweit sind wir bisher. Tabellenführer ist mit 12 Punkten Nürnberg auf Platz 2, Hansa Rostock auf dem dritten Platz Fürth. Auf dem anderen Relegationsplatz St. Pauli mit einem Punkt auf Platz 17, Elversberg und Duisburg hat noch keinen einzigen Punkt geholt mit 0 Punkten auf Platz 18. Ja, so sieht die zweite Liga aus, wenn ich da nicht meine Finger im Spiel habe. Trainerwechsel gab es. Thorsten Lieberknecht musste schon gehen, obwohl das war noch Ende Mai. Bruno Labbadia, der schöne Bruno, ist wieder da am 2. Juli angeheuert in Darmstadt. Folgende Transfers, da werden wir jetzt auch den sechsstelligen Bereich mit beachten. Oh, Freiburg hier mit etlichen Transfers. Die haben ja richtig pinke gemacht hier. Gut. Ablösefreie Transfers gab es da nicht? Haben die alle einen Zweitliga-Vertrag gehabt? Also Freiburg hat hier scheinbar ihre halbe Mannschaft verkauft, aber auch für jeden scheinbar siebenstellige Beträge kassiert, für die meisten zumindest. Also Freiburg, die haben ja hier unglaublich Kohle gemacht. Sie haben erstmal Bayer gekauft, die haben auch reinvestiert. 10,75 Millionen von Burnley nach Freiburg. Dafür Doan geht von Freiburg nach Everton, 8,75 Millionen. Grifo geht für 7,5 Millionen von Freiburg nach Leicester. Dafür haben sie bei Leicester den Suter gekauft für 7 Millionen. Sique von Freiburg zum HSV für 7 Millionen. Wenn ich jetzt hier den einen oder anderen Transfer doppelt vorlese, verzeiht mir. Eggestein von Freiburg nach Nottingham für 6,5 Millionen. Gregoritsch von Freiburg nach Straßburg für 6 Millionen. Das reine Freiburger Programm hier. Obwohl hier, jetzt haben wir Clara von Darmstadt nach Rapid für 4,9 Millionen. Günther von Freiburg nach Union 4,8 Millionen. Das hatten wir schon hier. Monteanu von Florenz nach Hannover 4,1 Millionen. Lienhardt von Freiburg nach Lyon für 3 Millionen. Versuche jetzt darauf zu achten, die wir schon vorgelesen haben, nicht nochmal vorzulesen, aber ihr seht es ja auf dem Screen. Greimel ging von Schalke nach Pamplona für 2,3 Millionen Euro. Vasiliades von Rostock nach Brest für 2,2 Millionen. Horn von Nürnberg nach Pamplona 2,2 Millionen. Uwejan für 1,9 Millionen von Schalke nach Girona. Köhn von Hannover nach Freiburg 1,9 Millionen. Bansu von Paderborn nach Karlsruhe, die hatten scheinbar auch keine Ausstiegsklauseln. Für 1,8 Millionen Euro. Sobotka von Düsseldorf nach Freiburg 1,8 Millionen. Kyung Rock von Düsseldorf nach Darmstadt für 1,8 Millionen. Nebel von Mainz 2 für 1,8 Millionen nach Düsseldorf. Kaya von STVV nach St. Pauli 1,7 Millionen.
Kehl im Tausch und plus 1,6 Millionen von Osnabrück nach Braunschweig. Auch Kin Zombie, da hat Paderborn auch abkassiert. Für 1,6 Millionen nach Düsseldorf. Franke von Karlsruhe nach Kaiserslautern 1,6 Millionen. Seguin von Schalke nach Real Hispalis 1,6 Millionen. Sané von Braunschweig nach RB Leipzig U19 1,5 Millionen. Marvin Schulz hatten wir schon. Vielleicht konzentriere ich mich jedoch auf die Millionenbeträge, das ist ja schon reichlich. Aber sagen wir mal, alle Beträge über 500.000 Euro. Andreas Müller von Darmstadt nach Nürnberg 1,1 Millionen. Cedric Brunner von Schalke nach Frankfurt hatten wir schon. Tanaka von Düsseldorf nach Watford 850.000. Handwerker für 775.000 von Nürnberg nach Karlsruhe. Maloney von Heidenheim nach St. Louis 650.000. Giampi, Osnabrück nach Fürth 625.000. Buta von Frankfurt nach Nürnberg für 600.000 Euro. Brian Henning von Viktoria Köln nach Darmstadt 575.000 Euro. Max Christiansen 575.000 Euro und noch Tausch mit Esekwem nach Freiburg 575.000. 500.000 Euro Heise von Karlsruhe nach St. Pauli, 550.000 Arase von Karlsruhe nach Altach. Warum ist das hier nicht korrekt geordnet? Achso, es geht auch, die gucken in erster Linie auf die Klammerbeträge. Und 500.000 Euro Stiepermann. Der Marco Stiepermann geht im Alter von wie vielen Jahren? Nochmal hier von ASC 09 Dortmund, im Alter ja gut 32 Jahre. Nochmal zurück in die zweite Liga für 500.000 Euro nach Magdeburg. Tim Skarke für 500.000 von Union nach Nürnberg. Und noch einige weitere Geschäfte hier. Ablösefreie Transfers. Tauschgeschäfte, gehen wir jetzt nicht überall drauf ein. So, dann haben wir noch Leihgeschäfte. Wilhelmsson für 1,2 Millionen Leihgebühr von Darmstadt nach Fulham. Und Schade für von Brentford nach Freiburg 500.000 Euro. Wie viel hat Freiburg denn jetzt hier ausgegeben? 33,5 Millionen eingenommen, 52 Millionen abgegeben, für Abgänge kassiert. Nicht schlecht. Freiburg hier die Alleinunterhalter in der Liga. Ich weiß nicht, gab es keine ablösefreien Transfers? Das frage ich mich ja jetzt auch bei Paderborn. Das werden wir jetzt sehen, wenn wir in die dritte Liga gucken. Einen Moment. In der dritten Liga ging es schon am 28. Juli los. Da gab es ein 1-1 zwischen Ingolstadt und Halle. Saarbrücken gewann 2-0 gegen Wiesbaden 1860 mit einem 0-0 gegen Aue. Aachen ist neu dabei. 1-2 gegen Regensburg. Dortmund verliert 0-2 gegen Kiel 2. Paderborn 0-2 gegen Münster. Geht ja gut los. Mannheim spielt 2-2 gegen Viktoria. Und Osnabrück gewinnt 3-0 gegen Würzburg. Jetzt möchte ich mal gucken, wer hier bei Paderborn gespielt hat am ersten Spieltag in der dritten Liga. Und ob hier noch viele bekannte Gesichter sind. Max Kruse ist noch dabei. Bilbia, Drexler, Hayev, Rohrm, Panzu. Panzu, der ist ja noch gegangen. Guevara, Van der Werf, Hoffmeier, Heuerhut auf der Bank. Böwing, Müller, Obermeier, Platte, Conte, Henke, der andere Müller, Klefisch, Ben Klefisch. Nicht so viel Bewegung. Scheinbar gab es da keine. Haben die alle Drittliga-Verträge gehabt oder wie? So, weiter geht's. Cottbus auch wieder dabei. 1-1 gegen Verl, deren Lieblingsergebnis nach wie vor. Essen verliert 1-3 gegen Lübeck. Aue mit einem 1-1 gegen Saarbrücken. Viktoria gewinnt 3-1 gegen Osnabrück. Halle spielt 1-1 gegen Mannheim. Regensburg verliert 0-2 gegen Dortmund 2. Würzburg 0-2 gegen Alemannia Aachen. Dann haben wir 1-1 zwischen Ingolstadt und Essen. 2-2 zwischen Kiel. Zweite Mannschaft von Kiel spielt in der dritten Liga. What? Ist das erlaubt? 2-2 gegen Cottbus. Münster 1-1 gegen Lübeck. Verl gewinnt 2-1 gegen 1860. Paderborn gewinnt 1-2 in Wiesbaden. Dann ein 1-1 zwischen Aachen und Viktoria Köln. Saarbrücken gewinnt 2-1 gegen Verl. 1860 gewinnt 3-1 gegen Kiel. 2, das erlaubt. Erste Mannschaft spielt nur eine Liga höher als die zweite. Scheinbar. Dortmund 2 gewinnt 2-1 gegen Würzburg. Cottbus verliert 1-4 gegen Regensburg. Lübeck mit einem 0-3 gegen Wiesbaden. Osnabrück verliert 1-2 gegen Halle. Essen spielt 1-1 gegen Münster. Mannheim verliert 0-2 gegen Ingolstadt. Und Paderborn mit einem 2-2 gegen Aue. Dann wieder eine englische Woche. 0-0 zwischen Ingolstadt und Osnabrück. Halle gewinnt 3-0 gegen Aachen. Regensburg verliert 1-2 gegen 1860. 0-0 Verl gegen Paderborn. Mannheim gewinnt 2-0 gegen Essen. Aue mit einem 1-1 gegen Lübeck. Viktoria gewinnt 2-1 gegen Dortmund 2. Kiel spielt 2-2 gegen Saarbrücken. Wiesbaden mit einem 1-1 gegen Münster. Würzburg 2-2 gegen Cottbus. Aachen verliert 1-2 gegen Ingolstadt.
Saarbrücken gewinnt 1-0 gegen Regensburg, 1860 mit einem 2-2 gegen Würzburg. Dortmund 2 gewinnt 2-0 gegen Halle, Cottbus mit einem 2-2 gegen Viktoria. Paderborn gewinnt 2-0, 2 Tore in den ersten beiden Minuten gegen Kiel. 2, Essen verliert 1-2 gegen Wiesbaden, Osnabrück verliert 1-2 gegen Mannheim und Münster und Aue trennen sich 1-1. Verl gewinnt 1-0 in Lübeck. So, wir nähern uns dem Deadline-Day und dem aktuellen Datum. Kiel 2-1-3 gegen Lübeck, auch 1-3 zwischen Aue und Wiesbaden. Dortmund gewinnt 1-0 in Ingolstadt, 1-1 zwischen Viktoria und 1860. Paderborn gewinnt 1-0 in Regensburg. Verl spielt 0-0 gegen Münster. Mannheim gewinnt 1-0 gegen Aachen. Würzburg mit einem 1-1 gegen Saarbrücken. Halle gewinnt 1-0 gegen Cottbus. Und Osnabrück gewinnt 2-0 gegen Essen. Dann nochmal eine englische Woche. Saarbrücken verliert 1-2 gegen Viktoria. Dortmund mit einem 1-1 gegen Mannheim. Münster verliert 1-3 gegen Kiel. Paderborn hat sich scheinbar eingewöhnt. Auch Max Kruse mit einem Doppelpack. Sie gewinnt 3-0 gegen Würzburg. Lübeck gewinnt 1-0 gegen Regensburg, 1860 gewinnt 2-1 gegen Halle, Aachen gewinnt 2-1 gegen Osnabrück, Cottbus mit dem 2-1-Sieg gegen Ingolstadt auch ein 2-1 zwischen Essen und Aue, Wiesbaden spielt 1-1 gegen Verl und Regensburg verliert 1-2 gegen Münster am Deadline-Day. Oh, jetzt bin ich schon zu weit gesprungen. Dann am 2. September 3-1 Halle gegen Saarbrücken, Kiel spielt 1-1 gegen Wiesbaden, Verl verliert 0-1 gegen Aue, Mannheim verliert 0-1 gegen Cottbus, Osnabrück spielt 1-1 gegen Dortmund und Würzburg gewinnt 3-2 gegen Lübeck. 0-0 zwischen Ingolstadt und 1860, Essen gewinnt 2-0 gegen Aachen und Paderborn mit einem 1-1 gegen Viktoria. Und damit sind wir erstmal durch. Wir sehen Paderborn Tabellenführer, 15 Punkte, dahinter auf Platz 2, Viktoria auf Platz 3, Halle auf den Abstiegsplätzen Essen, Aachen, Regensburg und Würzburg. Dann gucken wir uns mal die Transfers an. Da gucken wir uns nur die sechsstelligen Beträge an. Klar, die Leihgeschäfte kommen vielleicht ein bisschen kurz, aber ich werde zumindest mal drüber scrollen. Ja, Paderborn scheinbar hier wirklich nicht mit auslaufenden Verträgen, weil sie haben hier mehrfach ordentliche Ablösen kassiert. 1,8 Millionen, wie gesagt, für den Panzu nach Karlsruhe. Kehl für 1,6 Millionen Euro plus ein Tauschgeschäft nach Braunschweig. Betzner von Wiesbaden nach OHL. Ut Heverle Leuven, 1,6 Millionen Euro. Kin Zombie für 1,6 Millionen nach Düsseldorf. Leipertz hatten wir schon vorgelesen. Für 625.000 Euro Giamfi Osnabrück nach Fürth. Henning hatten wir auch schon vorgelesen. Kai Kleefisch von Paderborn nach Karlsruhe für 450.000 Euro. Ronstadt wurde verpflichtet von Paderborn, kommt aus Darmstadt für 375.000. Salah für 375.000 von Regensburg nach Braunschweig. Schröter für 375.000 von 1860 nach Karlsruhe. Bilbia wurde verkauft nach Nürnberg für 300.000 Euro von Paderborn. Ampona verlässt Osnabrück für 250.000 Euro nach Darmstadt. Thalhammer verlässt Osnabrück für 235.000 Euro nach Nürnberg. Leon Schneider von Bielefeld nach Wiesbaden 200.000 Euro. Bielefeld ist heraus aus den ersten drei Ligen hier. Unbehauen geht von Verl nach Nizza für 200.000 Euro. 195.000 Euro Kammerbauer von Verl nach Dresden. Guvara von Ingolstadt nach Paderborn für 190.000 Euro. Vried von Kiel nach Osnabrück für 145.000 Euro. Bennetz von Wiesbaden nach Ipswich für 125.000. Aydini von Osnabrück nach Metz für 115.000. Lang für 100.000 Euro von 1860 nach Lautern. Ja, dann einige Tauschgeschäfte, ablösefreie Transfers. Tauschgeschäfte und dann auch einige Leihgeschäfte mit Sicherheit, ja. Aber keine Leihgebühren im sechsstelligen Bereich. Einmal auf Paderborn im Speziellen gucken, wie viel die hier verdient haben. Sie haben 5,5 Millionen verdient, 600.000 Euro reinvestiert. Den Podrimarsch, den hatte ich ja noch verpflichtet. Ja, ansonsten auch einige ablösefreie Transfers. Ist denn hier irgendwer ablösefrei gegangen? Es sind keine großen Namen ablösefrei. Also sie haben ja wirklich doch erstaunlich viele Spieler halten können. Nun ja, dann gucken wir mal einmal in den DFB-Pokal. Da haben wir die erste Runde schon gesehen. Fürstenwalde 0-3 gegen Nürnberg, Bergisch Gladbach 0-2 gegen Gladbach. Altona FC 0-3 gegen Rostock, Wegberg Beek 1-4 gegen Fürth. Duisburg gewinnt im Elfmeterschießen gegen Karlsruhe, Neustrelitz verliert 0-2 gegen Hertha. 1860 gewinnt 1-0 gegen Kaiserslautern, Bischofswerda FV 1-2 gegen Düsseldorf. Groß-Aspach fast mit der Überraschung verliert im Elfmeterschießen gegen Braunschweig. Homberg 0-3 gegen Augsburg, Heider SV 0-3 gegen Darmstadt. Pirmasens 0-3 gegen Hannover, Wacker
Nordhausen. Ich bin erstaunlich namenssicher, was hier die Clubs angeht, auch wenn ich hier gar nicht den ganzen Namen. 0-3 gegen Werder, Eintracht Stadt. Okay, da, ja, da weiß ich es direkt nicht. Stadt Allendorf 0-2 gegen Leverkusen. Dynamo Dresden 1-3 gegen den HSV. Stuttgarter Kickers 0-2 gegen Heidenheim. Sportfreunde Lotte 1-3 gegen Schalke. Osnabrück 0-2 gegen Freiburg. Elversberg 1-2 gegen Stuttgart. Auerbach 0-2 gegen RB Leipzig. Schwarz-Weiß Essen ist das, glaube ich, ne? Gegen St. Pauli 1-2. Sportfreunde Siegen 0-3 gegen Hoffenheim. Gembach 0-2 gegen Kiel. Hansa, LSK Hansa 0-1 gegen Bochum. Sandhausen verliert in der Verlängerung 2-3 gegen Mainz. Bonn verliert 0-3 gegen Union. Garching 0-3 gegen FC Bayern. Wiesbaden 0-1 gegen den BVB. Rosenheim 0-3 gegen Magdeburg. Memmingen 1-2 gegen Wolfsburg. Uerdingen 0-2 gegen 1. FC Köln. Und Paderborn 0-3 gegen Frankfurt. Ja, das stört mich immer ein bisschen, dass es hier sehr wenig Überraschungen gibt. So hat es keine einzige Amateurmannschaft hier in Runde 2 geschafft. In Runde 2 spielen Darmstadt gegen Leipzig, Bayern mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim, Pauli gegen Braunschweig, Mainz gegen Magdeburg, Dortmund gegen Nürnberg, Union gegen Hertha, oh, das ist ja ein Knaller hier in Runde 2, 1860 gegen Düsseldorf, Frankfurt gegen Leverkusen, Bremen gegen Hannover, auch nicht schlecht, Stuttgart gegen Rostock, Gladbach gegen 1. FC Köln, was ist hier los? Die Derbys in Runde 2, Bochum gegen Kiel, Heidenheim gegen Augsburg, Duisburg gegen Wolfsburg, Fürth gegen den HSV und Freiburg gegen Schalke. Dann schauen wir mal einmal kurz in den internationalen Bereich. So, die Quali der Champions League gucken wir uns nicht an. Wir gucken uns nur die Gruppen an. Spiele haben ja noch nicht stattgefunden. Gruppe A, Real Madrid, Inter Mailand, Rangers, Glasgow und FC Basel. Dann haben wir Gruppe B, Manchester United, Benfica, Rennes und Galatasaray. Gruppe C mit Leverkusen, Liverpool, Atletico Madrid und Roter Stern Belgrad. Nicht schlecht, Herr Specht. BVB in Gruppe D gegen Ajax, Schachtja und Marseille. Gruppe E mit dem FC Bayern, Juventus, Turin, Sporting, Lissabon, Real, San Sebastian. Gruppe F mit Wolfsburg, Salzburg, Barcelona und FC Porto. Dann haben wir noch zwei weitere Gruppen. Gruppe G mit Paris Saint-Germain, Arsenal, Milan und AEK Athen. Und zuletzt Gruppe H mit Man City, Partenope, Club Brügge und Servette Football Club. So, dann gehen wir mal in die Europa League. Da gucken wir uns auch nur die Gruppen an. Gruppe A mit Capitolines ist wohl AS Rom, Celtic, Granada und Sarajevo. Gruppe B mit Lyon, LASK, Ferencváros und Anderlecht. Gruppe C Chelsea, Sparta Prag, AGF, das ist Aarhus Gymnastik Vorening. Und Olympiakos. Gruppe D mit Sevilla, Apoel, Utrecht und Antwerpen. Gruppe E mit RB Leipzig, Karabakh, Agdam, Nizza und Aris. Gruppe F mit Tottenham, BRG. Ach, das ist Braga, glaube ich, ne? Ludogorets und Maribor. Und Gruppe G mit Lazio, PSV, Partizan und Wolfsberg. Und Gruppe H mit Eintracht Frankfurt, Dynamo Kiew, Maccabi Tel Aviv und Hibernian. Also zwei deutsche Clubs hier. Und dann haben wir noch die Conference League. Mit Gruppe A, Rosenborg, Arnold Tussi, HB Torshavn und Genk. Hier werde ich zunehmend wahrscheinlich weniger sattelfest, was die Namen angeht. AZ Alkmaar, Rio Ave, Rakov und Fenerbahce. Gruppe C mit AIK, Bilbao, Hearts of Midlothian und Atalanta Bergamo. Gruppe D mit Young Boys, Bern, Sawyer, Dunajska, Streda und Mladost Novi Sad. Gruppe E mit Dynamo, Monaco, Tromsø und Aruka. Deutsche Vertreter haben wir hier erstmal keine. Slavia Prag, Astana, Helsinki und Dynamo Minsk. Dann haben wir hier Luzern, Vlasnia, Feyenoord und Besiktas. Haben wir keinen einzigen deutschen Club? Nö, haben wir nicht. Bukarest, Aston Villa, Salgiris und Vidütland. Kommen die noch später oder sind die in der Quali rausgeflogen? Wahrscheinlich letzteres. Ja. Das sind die internationalen Wettbewerbe. Wir können ja hier nochmal einmal ein bisschen in die Schlagzeilen gucken, ob hier noch irgendwas anderes Besonderes passiert ist. So, die meisten Ausgaben hatte Freiburg, 33 Millionen. Die hatten auch die meisten Zugänge, 15. Die meisten Abgänge hatte Schalke, 16. Top-Geschäft Günther für 4,8 Millionen. So. Diese Übersichten finde ich ja ganz nett. Transferaktivitäten in der Bundesliga. Die meisten Zugänge hat Hertha, die meisten Ausgaben RB Leipzig, die meisten Abgänge hat Bayern. EM-Quali. Transferaktivitäten in der dritten Liga, die meisten Ausgaben hat Paderborn, die meisten Zugänge Osnabrück und Osnabrück hat auch die meisten Abgänge. So, beim nächsten Mal präsentiere ich euch den Rest der Hinrunde. Also wir gehen komplett bis zum Ende des Kalenderjahres und schauen mal,
mal, was dann der Stand der Dinge ist. In dem Sinne, tschüss und macht's gut. Bye, bye.